Hallo liebe Wagen, ich begrüße euch hier recht herzlich zu eurem Monatsreading im Mai 2021 bei Löwenherz Lennemann. Ja, ich begrüße meine Abonnenten und auch alle, die diesen Kanal jetzt für sich entdeckt haben, hier ganz aufs Herzlichste und wollte mich nochmal vorab bedanken für eure ganz lieben Kommentare, für eure Abos, für eure Likes. Ich freue mich wirklich sehr, sehr, dass dieser Kanal so gut angenommen wird und dass der hier ständig wächst. Und ja, vielen, vielen Dank dafür. Ja, wer das noch nicht kennt hier bei Löwenherz Lennemann, ich lege immer 9 Lennemann-Karten. Bei euch sind jetzt 10 gefallen, manchmal fällt eine mehrere heraus, dann nehme ich die auch, erfasse hier die Energien und es kristallisiert sich dann meist ein Thema heraus. In der Mitte des Readings ist immer so dieses Hauptthema und ich kläre diese Situation oder die Situation dann nochmal mit den Tarots. Genau, dann fangen wir auch gleich an. Ich werde die Klangschale hier einmal anschlagen und dann geht es gleich los mit eurem Reading. Ihr könnt euch so ein bisschen hier eingrooven und dann geht's los. Okay. So, meine lieben Wagen, in der Mitte eures Readings sind die Mäuse gefallen. Ja, es geht um die Zweifel, um die Ängste, die ihr habt, daneben der Mond, genau die Gefühle. Ihr seid irgendwie im Mai etwas verängstigt, etwas eingeschüchtert und dieser ganze Kontext, wie ich das sehe hier, in der ersten Reihe sind mir die Fische gefallen und da seid ihr als Person, das deute ich jetzt mal auf eure Person, und der Fuchs, also hier ist es so, dass ihr einen falschen Umgang mit euren Gefühlen habt. Die Fische stehen ja auch für die Finanzen, aber auch für die Seele, und dadurch, dass der Mond hier gefallen ist und die Mäuse hier genau hier zwischen liegt, denke ich, das ist euer Gemütsverstand, wo ihr in diesem Monat doch so ein bisschen euch viel zu viele Gedanken macht oder nicht viel zu viele, die falschen Gedanken. Und das sagt hier der Fuchs. Ihr habt einen falschen Umgang mit euren Gedanken. Es ist in eurem Kopf, das sagen auch die Karten hier, die dennoch gefallen sind. Ja, hier sind zwar noch die Blumen hier nebenan gefallen. Das spricht auch so ein bisschen für ein undiplomatisches Verhalten. Es ist vielleicht zu einem Treffen gekommen, wo ihr da so angetriggert worden seid und sofort. Ja, es ist ja manchmal so, dann hat man so ein Déjà-vu, man hat sowas schon mal erlebt und es kann ja auch sein, dass man als Kind das mal erlebt hat und man kommt als erwachsener Mensch in eine Situation und sofort ist man wieder 5 Jahre alt und hat dieses ganze Szenario im Kopf, aber letztendlich hat das gar nichts mit dieser Situation zu tun. Und so erscheint mir das hier ein wenig bei euch. Als Klärung habe ich von dem Tarot nämlich hier die 7 Kelche und das passt sehr gut. Das ist nämlich die Karte der Illusion. Also man macht sich hier was vor, also was gar nicht ist. Ihr seht hier so einen Zauberer, davor und genau, der zaubert hier so ein bisschen rum, sage ich mal, und letztendlich ist das alles nur ein Trick, also es ist nicht so, wie es scheint, es ist eine Illusion, die er hier erlegt, und weil irgendeine Geschichte, die euch da antriggert aus der Vergangenheit, euch das glauben lassen, dass es so ist, genau. Und wir haben hier nämlich noch geklärt, das ist diese klassische Herzschmerzkarte. Ihr seht hier die 3 Schwerter, die das Herz durchbohren. Ich bin dazu geneigt zu sagen, es geht hier um eine Liebesangelegenheit, wo euch mal so das Herz gebrochen worden ist. Und das kommt jetzt irgendwie wieder hoch bei euch im Mai. Nichtsdestotrotz, also
Das ist eine Schwertkarte. Das sind die drei Schwerter und die Schwerter stehen immer, also es ist Luft, ne? Zwilling, Waage, Wassermann, wenn ihr nach einem Sternzeichen da schaut oder wenn ihr es mit jemandem zu tun habt oder hattet. Aber es ist Luft und es sind die Gedanken. Also Schwerter sind immer die Gedanken und das ist halt wieder der Kopf, ne? Also es ist wieder diese Illusion. Es ist gar nicht real. Es wurde euch mal das Herz gebrochen, eventuell, aber jetzt ist das nicht so. Es ist in eurem Kopf und das ist vergangen. In dieser Situation seid ihr nicht mehr. Und dann ist hier noch gefallen der Herrscher. Der Herrscher ist ja die Karte, also steht ja über den Königen, der hat alle Könige in sich vereint. Also vielleicht hattet ihr es mal mit so einem Menschen zu tun, der sehr dominant auch aufgetreten ist, sehr charakteristisch und charismatisch. Und vielleicht habt ihr es jetzt auch mit einem zu tun, der irgendwas in euch antriggert, dass ihr da solche komischen Gefühle habt, solche Zweifel. Aber es ist nicht so. Dieser Mensch meint es gut, mit wem ihr es jetzt zu tun habt. Es ist ihm nicht ganz draufsichtlich, ob es jetzt eine Liebesangelegenheit sich dreht oder um eine Freundschaft. Es ist halt eine Person, mit der ihr jetzt zu tun habt, die irgendwas in euch auslöst, was euch irgendwie wieder so zweifeln lässt. Aber wie gesagt, wir haben hier sieben der Kelche, das ist eine Illusion, das ist nicht wirklich, das ist nicht die Realität. Und ich habe die letzte Reihe hier dann noch, wieder eine Personenkarte, sogar letztendlich drei. Einmal der Herr, dann der Hund und die Schlange, also zwei Personenkarten. Ihr habt es mit einem Mann oder mit einem Pärchen zu tun, die sind aber sehr wohlgesonnen. Es ist nämlich einmal der Hund hier gefallen, das steht für die Jolali. Ich kriege es nicht raus. Loyal. Ja, genau, er ist loyal. Die beiden sind loyal. Entschuldigung. Genau, und freundschaftlich, gut gesonnen. Und zum Schluss ist dann das Herz hier gefallen. Also die sind wirklich treu, loyal, freundschaftlich euch verbunden und sehr herzensgut. Also es sind herzensgute Menschen. Und da braucht ihr braucht ihr nicht in diese negativen Gefühle kommen. Denkt immer daran, das ist alles in eurem Kopf, was ihr da habt. Es ist nicht real. Real ist, dass ihr es hier wirklich mit guten Personen zu tun habt in eurem Umfeld, die euch sehr, sehr wohlgesonnen sind. Ja, mag sein, dass es hier um eine Liebesangelegenheit kümmert, will ich nicht ausschließen, aber hier ist auch eben der Hund gefallen und das spricht eben auch von Treue und Freundschaft. Müsst ihr euch, ja, ihr wisst ja, in welcher Situation ihr steckt, mit wem ihr das zu tun habt. Auf jeden Fall diese schlechten Gefühle, die ihr habt, ist wirklich ein Relikt aus der Vergangenheit. Ich habe dann nochmal diese Reihe hier unten geklärt. Und diese Kombi hatte ich jetzt schon bei zwei anderen Readings auch, meine ich. Ich weiß jetzt nicht mehr welche. Und zwar sind das Stabkarten. Also Stäbe stehen immer für Feuer, Löwe, Schütze, Widder und die Energie. Und wir fangen mal hier mit zwei der Stäbe an. Diese Personen, die euch da zur Seite stehen, die finden hier sehr kreative Lösungsansätze. Ihr seht diese Menschen, diesen Mann, der guckt auf die Weltkugel und guckt ein bisschen weiter heraus und ist sehr kreativ und leidenschaftlich und ist ein Mensch, der nach vorne guckt, der die Dinge angeht, aber auch steht auch für ungewöhnliche Lösungsmöglichkeiten. Also es ist nicht so von der Stange. Man macht sich da kreative Gedanken und blickt nach vorne. Und dann als Folgekarte drei der Stäbe. Das ist auch nochmal die Karte, dass ihr der Unterstützung habt. Das zeigt es immer an. Die drei
passt dann auch sehr gut, dass es zwei Personen geht, die euch da wohlgesonnen sind, euch unterstützen und voller Leidenschaft auch schon wirklich was in Bewegung setzen. Das ist eben die Folge hier. Bei zwei der Stäbe hat man diese Lösungsansätze an sich und plant in einem kreativen Modus, sage ich mal. Und die drei der Stäbe, da ist man schon einen Schritt weiter und hat auch schon was erreicht. Ja. Also worum es auch immer bei euch jetzt im Mai geht, die Energien, die ihr habt, da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Es ist, wie gesagt, alles eine Illusion, was aus der Vergangenheit hochkommt. Mit den Menschen, denen ihr es jetzt zu tun habt, die sind euch sehr, sehr wohlgesonnen und da braucht ihr euch keine Gedanken machen. Also den könnt ihr einfach vertrauen. Der Hund ist ja auch die Karte. Der steht ja auch fürs Vertrauen, könnt ihr euch durchaus anvertrauen und die finden mit euch zusammen auch diese Lösungsmöglichkeiten sehr kreativ und ihr seid auf einem guten Weg. So, meine lieben Wagen, ich habe jetzt auch die Zeitkarten mir jetzt zugelegt, als nochmal, um die Zeit so ein bisschen einzugrenzen. Aber auch geben die immer eine schöne Inspiration noch. Und dann werde ich jetzt noch mal fragen für euch, wann wird denn dieses 2 der Stäbe, 3 der Stäbe, wann werdet ihr diese Lösungsmöglichkeiten sehen und auch in die Tat umsetzen? Wann bekommt ihr diese Unterstützung von diesen Menschen und wann vertraut ihr denen, ne? Also wann sind hier 2 der Stäbe für euch? Wann kommen die auf euch zu? Wann habt ihr es damit zu tun? Eine Karte für die 2 der Stäbe, bitte. Wann sind diese Lösungsmöglichkeiten für die Wagen greifbar? Das ist eine Karte. Das dauert noch ein bisschen. So, da sind 2 gefallen. Jetzt nehmen wir erstmal die erste. Oder wir nehmen die zweite auch, es sind ja auch 2 Personen. Okay, wir haben einmal Steinbock. Realisiere den Erfolg, 10 Wochen, 10 Monate. Okay, es wird ein bisschen dauern. Vielleicht habt ihr es auch mit einem Steinbock hier zu tun. 10 Wochen, ja, das sind 2,5 Monate, Mai, Juni, Juli, August eventuell, dass das auch schon da ist. Die 10 haben wir hier vielleicht am 10. August. Behaltet die Karte so ein bisschen im Hinterkopf. Die Zahl 10 scheint hier wichtig zu sein. In 10 Wochen, am 10. oder in 10 Monaten, dass ihr denn tatsächlich schon bei 3 der Stäbe seid. 10 Monate ist natürlich lange. Steinbock ist ja auch Erde, das ist ein Erdzeichen. Das kann auch dafür stehen, dass das jetzt wirklich länger dauert. Das Erde ist ja langsam, steht ja auch für das Langsame. Aber hier ist ja noch eine Karte, wollte raus. Jetzt haben wir schon wieder die 10. Also behaltet die 10 bitte im Hinterkopf. Also hier ist, haben wir einmal 10 und nochmal die 10. Und hier steht, du beginnst ganz neu. 10 Tage, 10 Wochen. Ja, das ist doch krass, oder? Hier haben wir auch 10 Wochen. 10 Tage, ja, dann haben wir halt Mitte Mai. Mag sein, dass das Mitte Mai hier schon losgeht mit einer dieser Personen, aber da bist du noch so ein bisschen skeptisch. Ich denke mal, dass du nicht gleich aus diesem Zweifler-Modus, diesen falschen Umgang mit deinen Gefühlen so schnell rauskommst. Vielleicht begegnest du da jemanden oder realisierst das ein bisschen, dass du da falsch liegst und in 10 Wochen, im Juli, August, wie ich schon vorhin schon mal sagte, werdet ihr auch zu richtigen Lösungsansätzen kommen. Und dann, bis das denn hier ist, wird vielleicht doch noch mal etwas länger vergehen.
10 kann ja auch dein Oktober sein, dass die drei Stäbe dann im Oktober für euch anstehen. Also, dass ihr schon was realisiert habt, richtig, und was geschafft habt. Ja, ich finde das ganz spannend, dass hier jetzt wirklich zwei Karten rausgefallen sind und zweimal die 10. Also die 10 scheint irgendeine Bedeutung zu haben. Behaltet das ein bisschen im Hinterkopf. Genau. Ja, meine lieben Wagen. Ich hoffe, ihr seid damit in Resonanz. Würde mich natürlich interessieren, wenn ihr das wieder in den Kommentaren hinterlasst. Ja, dann sehen wir uns im Juni wieder zu einem Reading. Und wenn ihr mögt, könnt ihr ja gerne auch bei dem Wunschpartner-Reading mit zuschauen. Das mache ich ja dann Mitte Mai wieder. Genau. Und ja, ach ja, ich habe jetzt die Becher wieder. Löwenherz, Lenormand, Becher. Wenn ihr Interesse habt, schreibt mich gern an. Und auch bei privaten Readings schreibt mich gern an. Dann werden wir einen Termin finden für eine Beratung, die ganz nur für euch ist. Alles klar, dann sage ich. Macht's gut, habt einen schönen Mai und lasst euch nichts, täuscht euch nicht selber. Bis dann, euer Löwenherz.